Jordan. Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Evika, das ist der erste Besuch in Berlin in diesem neuen Amt und das ist natürlich etwas, was wir besonders gerne hier haben. Also ganz herzlich willkommen. Unsere beiden Länder verbindet eine sehr enge freundschaftliche Beziehung und sie beruht auf einer langen gemeinsamen Geschichte. Die lettische Hauptstadt Riga war vor 800 Jahren Teil der Hanse. Und das ist ja sowas wie der erste Versuch, sowas wie die Europäische Union zu gründen. Seitdem pflegen wir sehr engen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Austausch. Wir wissen aber auch, dass wir jetzt in sehr schwierigen Zeiten leben. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass manche Dinge, auf die wir uns lange verlassen haben, nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Das gilt ganz besonders natürlich wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Deshalb hier nochmal von meiner Seite diese Aussage. Ohne Sicherheit ist alles nichts.
Lettland und Deutschland sind deshalb zu Recht seit fast genau 20 Jahren enge Partner in der NATO und in der Europäischen Union. Und wir haben uns deshalb auch unterhalten, sehr intensiv über die Stärkung der NATO auf dem Weg zum Jubiläumsgipfel. 75 Jahre sind es in Washington im Sommer diesen Jahres. Dabei gibt es viele Dinge, die für uns wichtig sind, insbesondere, dass wir uns gemeinsam verpflichten, alles Notwendige zu tun, um unser eigenes Bündnis zu stärken. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Und Deutschland trägt dazu seinen Teil bei, wenn wir die NATO-Ostflanke unterstützen, zum Beispiel mit dem Aufbau einer deutschen Brigade in Litauen, mit dem Air Policing in Estland und dieses Jahr erstmalig auch in Lettland. Das ist also etwas, was eine gute Tradition hat. Ich bin sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit und will mich auch für die Gastgeberrolle für unsere Eurofighter-Piloten sehr bedanken, die genau wissen, dass sie gut aufgehoben sind und sehr unterstützt werden. Für mich ist auch klar, dass mit dieser Zusammenarbeit natürlich auch eine Botschaft verbunden ist. Eine Botschaft an die Solidarität untereinander, aber auch das Prinzip, das wir in der NATO haben, dass wir nämlich füreinander einstehen und dass wir bereit sind, jeden Zentimeter des NATO-Territoriums gemeinsam zu verteidigen. Eine Botschaft, die ich ganz besonders auch an die baltischen Staaten richten will. Wir stehen zusammen. Ich habe schon gesprochen von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir müssen mehr tun und ausreichend tun, um die Ukraine zu unterstützen. Deutschland selber macht das in sehr großem Umfang. Alles zusammen sind es fast 28 Milliarden Euro, die wir bereits an Waffen geliefert haben, an Munition geliefert haben oder noch liefern werden. Das ist sicherlich mit Abstand der größte Beitrag eines einzelnen Landes in der Europäischen Union, größer als manche anderen Beiträge zusammen. Aber es geht darum, dass das insgesamt gut funktioniert. Und deshalb bin ich sehr froh über manche der Entscheidungen, die wir gerade in letzter Zeit getroffen haben, um die Ukraine besser und umfassend zu unterstützen. Dazu zählt zum Beispiel die tschechische Initiative für die gemeinsame Beschaffung von Munition. Die ist deshalb besonders bemerkenswert, weil mit ihr ein Durchbruch verbunden ist, den wir erzielt haben. Der Durchbruch geht dahin, dass wir uns gesagt haben, wir müssen unsere europäische Verteidigungsindustrie stärken, wir müssen die Produktion hochfahren, aber wir werden, weil es jetzt und heute darum geht, genügend Unterstützung für die Ukraine zu mobilisieren, auch außerhalb Europas zum Beispiel Munition einkaufen. Mit der Entscheidung, da mitzumachen, das tun Deutschland und Lettland und viele, viele andere Staaten, ist aber dann auch ein solcher Konsens verbunden gewesen, der uns dann auch geholfen hat, in Europa uns zu verständigen bei der Europäischen Friedensfazilität, der European Peace Facility. Auch dort wird es aus den europäischen Mitteln Beschaffung nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb geben. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir die Windfall Profits nutzen. Also ein guter Schritt nach vorne, etwas, das wir gemeinsam vorangebracht haben. Und das ist wichtig. Ich bin übrigens auch sehr dafür, dass wir immer wieder voneinander lernen. Herausheben möchte ich hier die lettische Initiative für mehr Resilienz gegen russische Desinformation. Damit habt ihr natürlich ganz besonders viel Erfahrung und wir können davon auch profitieren. Ich habe schon von dem erfolgreichen Europäischen Rat gesprochen, den wir hier auch noch mal vertieft haben. Da werden wir weiterarbeiten müssen an den Themen, die uns hier miteinander bewegen. Und einer davon ist ganz sicherlich, wie wir die europäische Verteidigungswirtschaft voranbringen können. Da sind Vorschläge von der Kommission gemacht worden, die wir unbedingt brauchen können, denn wir müssen unsere Verteidigungswirtschaft so aufbauen, dass sie auch unsere Sicherheit unterstützt. Das ist nicht nur ein Geschäft, das ist vor allem etwas, was mit Sicherheit zu tun hat. Was wir auch brauchen, ist eine gute Zusammenarbeit in Europa, um unsere Potenziale und Möglichkeiten zu nutzen. Und deshalb sind wir sehr dafür, dass wir zum Beispiel die baltischen Staaten dabei unterstützen, wenn sie eigene Infrastrukturverbindungen entwickeln wollen. Rail Baltica ist da ein gutes Beispiel für, wenn daran gearbeitet werden, wie die erneuerbaren Energien genutzt werden können. Wir wissen, dass unsere Länder sehr viel Strom aus erneuerbaren Energien brauchen. Wir wissen, dass gerade die baltischen Länder sehr große Möglichkeiten haben, viel zu produzieren, mehr als ihre eigenen Bedarfe. Das gilt für Strom genauso wie für grünen Wasserstoff. Und da wollen wir zusammenarbeiten, um das große europäische Industrieprojekt gelingen zu lassen, dass wir um die Mitte dieses Jahrhunderts ein starker, wirtschaftlich wettbewerbsfähiger Kontinent sind, der aber seine industrielle Produktion klimaneutral aufgestellt hat.
Nochmal, das war ein sehr schöner, sehr erfreulicher Besuch, ein Gespräch zwischen Staaten, die eng beieinander stehen, like-minded sind, und daran gibt es keinen Zweifel, aber nach dem Gespräch gibt es noch weniger Zweifel. Das war sehr gut. Schönen Dank für den Besuch. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, vielen herzlichen Dank für den herzlichen Empfang in Deutschland. Wir haben wirklich ein sehr freundschaftliches Gespräch gehabt. Wir haben auch eine gemeinsame Geschichte. Das ist mein erster Besuch in der Bundesrepublik und das erste bilaterale Gespräch mit dem Bundeskanzler, auch zum ersten Mal. Lettland dankt Deutschland für seine Führungsrolle und großen Beitrag zur Sicherheit und Wirtschaft in den baltischen Staaten, insbesondere Lettland. Deutschland ist für Lettland strategischer Partner auf der bilateralen, regionalen Ebene und in internationalen Organisationen und in der EU und NATO, wo wir schon seit 20 Jahren gemeinsam sind. Diese stimmt mit den lettischen nationalen Interessen überein, da wir wirklich möglichst viel Deutschland in Lettland uns wünschen. Es ist für mich eine Freude, dass der Herr Bundeskanzler mitgeteilt hat, dass die Bundesrepublik auch bei Krise im Rahmen der NATO Lettland verteidigen würde, ebenso wie das eigene und ein beliebiges NATO-Mitgliedstaat. Wir haben auch über die Rolle der deutschen Investitionen in unsere Wirtschaft gesprochen und langfristige Zusammenarbeit bei der grünen Wirtschaft. Wir haben sehr großes Potenzial im Verkehr, Verteidigungswirtschaft, Digitales, ein großes Potenzial gesehen. Als Balten, wir unterschreiben alle Sachen schon digital und wir wünschen uns, dass alles bald möglichst schnell passiert. Und wir würden uns freuen auf Zusammenarbeit mit Deutschland und der Möglichkeit, voneinander zu lernen. Ich danke der Bundesrepublik für militärische Präsenz in den baltischen Staaten und in Lettland. Wir können die Geschichte nicht ändern, aber wir können die Zukunft unserer Länder ändern und auch die europäische Zukunft. Wir werden von der Vergangenheit lernen, damit die kommenden Generationen in einem digitalen, entwickelten und sicheren Europa leben. Und unsere Verbindung, unsere Beziehungen und Verbindungen sind langfristig. Lettland kann grüne Energie schaffen, Deutschland hat Ingenieurwissen und das wird beiden Ländern zugute kommen. Ebenso möchte ich unterstreichen, Air Policing Mission in den baltischen Ländern, gemeinsame militärische Beschaffungen und gemeinsame Luftabwehr. Fähigkeit. Wir haben auch darüber diskutiert, wie noch enger Deutschland und Lettland im Rahmen der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten könnten, wie wir beide auch die Mobilität der skandinavischen, westeuropäischen Länder fördern könnten. Und Herr Bundeskanzler hat schon Rail Baltica erwähnt. Das ist ein Projekt, wo wir unsere gemeinsame Mobilität und wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern sollen. Wir haben auch viel über die Zusammenarbeit im Rahmen der EU gesprochen. Zurzeit ist ja die Europawahl steht vor der Tür. Es gab vieles, was wir besprechen konnten. Wir haben auch uns darüber geeinigt, dass wir die Kraft der Desinformation kennen und Kampf und um unsere Bevölkerung. Wir werden uns für jeden Einwohner für uns eintreten und lassen nicht zu, dass hybridische Tricks dieses zusammenfallen lassen. Migration, Instrumentalisierung der Migration ist Realität. Wir wollen unterstützen einen freien europäischen Binnenmarkt unterstützen. Wir haben
haben auch die Rüstungsindustrie und ihre Möglichkeiten diskutiert und dass wir in Europa unsere militärischen Fähigkeiten und Fertigkeiten stärken sollen, dass wir uns selbst verteidigen können mit dem Ziel, uns für den Frieden einzutreten. Die europäische Rüstungsindustrie und Sanktionen gegen Russland und Ukraine und Beitrittsverhandlungen Ukraine und Moldau ist unser Alltag. Lettland schätzt sehr die deutsche militärische und andere Unterstützung für die Ukraine. Deutschland hat für Ukraine viel getan und tut es immer noch. Und im Großen und Ganzen dank der deutschen Unterstützung konnte Ukraine der russischen Aggression effizient standhalten. Wenn wir weiterhin geeint sind und stark in unserer Unterstützung, sind wir überzeugt, dass die Ukraine auch in diesem Krieg siegen wird und wir als vereinte EU-Mitgliedstaaten sowohl wettbewerbsstärker als auch stärker sein werden und von unseren Fehlern lernen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Ich hätte zwei Fragen an Sie zum Thema Ukraine-Hilfe. Der französische Präsident hat nach dem Pariser Ukraine-Gipfel Ende Februar dafür plädiert, bei der Unterstützung der Ukraine alle Optionen auf den Tisch zu lassen, inklusive der Entsendung von Bodentruppen. Wie stehen Sie dazu? Sind Sie da seiner Meinung? Und sind Sie der Meinung, dass die Ukraine alle Waffensysteme erhalten sollte von den Verbündeten, die es sich wünscht? Oder haben Sie Verständnis dafür, dass einzelne Länder bei Waffensystemen dann auch mal Nein sagen? Und Herr Bundeskanzler, der Europawahlkampf steht ja kurz bevor. Ich würde gerne wissen, ob Sie vorhaben, das Thema Ukraine-Hilfe aktiv zu thematisieren im Wahlkampf oder ob Sie eher sagen, öffentlicher Streit über dieses Thema könnte ja auch Putin in die Hände spielen und sich da lieber zurückhalten. We all agreed that we can buy those necessary ammunition that Ukraine needs now from countries outside Europe. And so we reached a breakthrough within our policies before that meeting. And now Latvia and Germany are participating in Czech initiative. And we are buying ammunition outside Europe as well for being much faster able to deliver what Ukraine needs now. So, about troops, I don't think this initiative was very well prepared because the discussion was not ready yet. And to speak about sending the troops, I believe we are not ready within NATO to do it so, because one day before NATO Secretary General announced that there is no agreement in between NATO states that we can send troops to Ukraine. That's why I believe this meeting has really one good outcome with Czech initiative. And we have so many different ways how we can help Ukraine, and we are doing it. Latvia is giving 0.25% of our GDP of military help to Ukraine, and we will do so. But we have to find a really good ways how we can help them manufacture things what they need. We are leading a drone coalition together with UK, where we're trying to give Ukraine 1 million drones in upcoming year. But sending troops is not the issue what Ukraine actually is asking us now. They are asking for different things. And that's why I believe we have to concentrate on those issues that Ukraine is asking us, and we not have to figure out something else, which Ukraine is not asking right now. Ja, schönen Dank. Ich bin fest davon überzeugt, dass Frieden und Sicherheit in Europa ein ganz zentrales Thema sein werden, auch des großen Gesprächs, das der Europawahlkampf ja auch darstellt.
Wir leisten einen großen Beitrag für Frieden und Sicherheit in Europa mit der Stärkung der NATO, mit in Deutschland dem Sondervermögen, dass wir 2% unserer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. Wir tun dies, indem wir die Ukraine unterstützen, mit humanitärer Hilfe, mit wirtschaftlicher, finanzieller Hilfe, aber eben auch mit dem, was wir an Waffenlieferungen zur Verfügung stellen. Und selbstverständlich spielt dies alles eine Rolle, denn es geht ja darum, die europäische Sicherheits- und Friedensordnung wiederherzustellen, die auf einem Konsens beruhte, nämlich dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden, dass Macht nicht das Recht bricht. Und das ist das, was wir wieder erreichen müssen, also ein ganz zentrales Thema. Und ich bin sicher überzeugt, dass viele Bürgerinnen und Bürger das so sehen, dass genau diese Frage der Sicherheit in Europa gut aufgehoben ist bei der von mir geführten Regierung und bei mir. Yes, thank you. I have first a question to the Latvian Prime Minister. Your country, if I understand correctly, is amongst those countries that are calling to do more, go beyond this Czech initiative, to do more on the European level to really ramp up production, get more orders to the defense companies. Your foreign minister, with a couple of other countries, just issued a letter last week calling, for example, for defense bonds or other opportunities. Do you still think there is more that can be done in this perspective? Do you also think that the EU budget, for example, there's this upcoming discussion now, could be used for this? Und Herr Bundeskanzler, ich hatte Sie auch in dieser Hinsicht gefragt. Sie haben ja auch gerade gesagt, wir müssen mehr tun, wir müssen die europäische Produktion hochfahren. Nun wissen wir, letzten Freitag in Brüssel haben Sie gesagt, Defense Bonds finden Sie nicht so ganz cool, glaube ich, hatten Sie gesagt. Aber andere Möglichkeiten, auch der EU-Haushalt, wäre das etwas, was Sie erwägen würden? Und wenn Sie erlauben, da wir ja nur weniger Fragen heute haben, noch eine innenpolitische Frage dazu. Die führenden Wirtschaftsinstitute haben heute ihre Wachstumsprognose auf 0,1% gekappt. Überlegen Sie daher, zusätzlich zum Wachstumschancengesetz jetzt noch ein neues Konjunkturpaket aufzusetzen? Und wie könnte man das finanzieren? Wäre da ganz konkret der jüngste Vorschlag von Herrn Lindner, Kürzungen im Sozialbereich, wie beispielsweise Bürgergeld vorzunehmen, für Sie ein gangbarer Weg? Vielen Dank. I believe we all have to understand that Russia is and remains a threat, not just to Ukraine, but Russia is and will remain a threat to Europe and other countries as well, which are not yet part of the European Union. And that's why we have to do more now to defend ourselves for peace. That's why, yes, we, together with other countries, sign initiative asking for raising up our capabilities of military defense industry, as well as finding additional resources, finances, how we can finance those military capabilities. So we have to be creative in European Union, and we just need to find ways how we can finance as well that European countries raise up our military industry. Because military industry is not just about defense, it's also about business, and it could be a good business as well for those countries where those industries are presented, as well as for Germany. You are strong in military industry as well, and I believe in upcoming meetings of European Council we will speak again about military and defense and military capabilities. Where will be this financing found? Yes, it will be a question, but Latvia will definitely will be open to many different opportunities how we can finance it. Either it will be European budget, or it will be some bonds or some guarantees, but we really have to do it now, because speaking out loud, we are spending as Latvia 3% of our GDP for our military and defense, but it's not enough for Europe. It's not enough for us. So that's why we have to act now. Es ist ganz klar, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir das hinbekommen, dass wir mehr tun für die Unterstützung der Ukraine. Deutschland hat, wie ich schon gesagt habe, ja mit den 28 Milliarden Euro, die wir geliefert oder zugesagt haben, einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet.
Und deshalb bleibt das auf der Tagesordnung. Jetzt muss sichergestellt werden, dass die Ukraine sich verteidigen kann gegen den furchtbaren Angriff auf ihr Heimatland. Klar ist, dass es jetzt jeden Tag neue Vorschläge gibt. Ich habe jetzt nicht gehört, dass es sehr viele Mitgliedstaaten gibt, die davon überzeugt sind, durch Kürzungen in anderen Ausgabebereichen der Europäischen Union und dem Budget Mittel gewonnen werden können. Aber wenn das doch so sein sollte, gucke ich mal interessiert hin. Bisher habe ich sowas noch nicht erlebt in Europa und ich gucke schon ganz schön lange zu. Insofern glaube ich es nicht. Was die Frage betrifft der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes, haben wir ja doch eine ganze Reihe von ganz guten Daten, die auch berichtet werden in diesem Institut. Wir haben einen Rückgang der Inflation, wir werden Lohnsteigerungen haben, die oberhalb die Kaufkraft, reale Kaufkraftsteigerungen mit sich bringen werden, die oberhalb der Inflationsrate liegen. Die Inflation geht zurück und das gilt ganz besonders für die Energiepreise. Die sind dramatisch gefallen. Wir haben uns befreit aus der Krise, die mit dem Stopp der russischen Gaslieferung verbunden war und der Vervielfachung der Preise, die wir für Gas, Kohle, Öl, auch für Strom haben, bezahlen müssen. In manchen Bereichen sind wir schon auf dem Niveau vor dem russischen Angriffskrieg und auch dem langjährigen Mittel, das davor liegt. Auch übrigens durch viele Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat, wie zum Beispiel die Ausweitung der Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeit, wo wir nur die europäische Mindeststromsteuer erheben, wie zum Beispiel die Maßnahmen, die wir zur Strompreiskompensation ergreifen, damit Unternehmen, deren Strompreise von CO2-Preisen geprägt sind, davon entlastet werden können, wenn sie sehr viel Energie und Strom verbrauchen. Auch das ist ein ganz wichtiges Instrument, das wir haben. Insgesamt plädiere ich für eine Angebotspolitik, eine moderne Angebotspolitik, die die Wachstumsbedingungen in unserem Land verbessert. Sowas wirkt. Wir haben gesehen, dass allein das Gesundheitsdatengesetz, das der Gesundheitsminister auf den Weg gebracht hat, und das, was wir heute gemacht haben mit dem Medizinforschungsgesetz, dazu beiträgt, dass es milliardenschwere Investitionen, praktisch alle ohne öffentliche Subvention, gibt im Pharmabereich, die sich nach Deutschland bewegen, weil wir jetzt für die ja auch forschende Pharmaindustrie die Rahmenbedingungen so sehr verbessert haben, dass alles schneller, zügiger, einfacher geht und dass man auch die große Ressource der Daten für die Gesundheitsforschung nutzen kann. Gleiches machen wir mit dem demnächst zu verhandelnden Baugesetzbuch, in dem wir auch die Bedingungen für Produktivitätigkeit im Bausektor, der ja besonders leidet, verbessern. Und davon versprechen wir uns schon was, neben den vielen Mitteln, die wir mobilisiert haben im Bereich des Wohnungsbaus, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Wir haben ja einen erheblichen Betrag aufgewandt, um geförderten Wohnungsbau möglich zu machen und gehen in diese Richtung weiter. Das ist auch ein guter Schritt, der beiträgt, dass wir Wachstum haben, im Kern durch die Verbesserung der Angebotsbedingungen. Und mit den sinkenden Zinsen verbunden dürfte auch eine Belebung insbesondere der Baukonjunktur wieder in Aussicht stehen, was wichtig und notwendig ist. Die staatlich vermittelten Infrastrukturinvestitionen steigen ja, die sind nicht eingebrochen, das ist auch sehr gut für die Konjunktur und das hat auch etwas zu tun mit den hohen Mitteln, die wir nicht nur aus dem Klima- und Transformationsfonds, sondern aus vielen anderen Bereichen mobilisiert haben, um Investitionen voranzubringen. Lassen Sie mich noch sagen, Deutschland ist ein Land, in dem gerade sehr viel stattfindet. Ich war vor kurzem beim Boseln, aber eigentlich beim Startenstich für eine große Batteriefabrik im Norden Deutschlands. Es entstehen mehrere Batteriefabriken in Deutschland. Wir sehen, dass es große, auch mit Mitteln unterstützte Transformationen gibt in der Stahlindustrie, die sich CO2-neutrale Produktion zutraut und dabei von uns unterstützt wird. Das gilt für die Chemieindustrie und viele andere Bereiche. Und nochmal, Deutschland wird das Land sein, das im Bereich der Halbleiter den größten Teil, der jetzt dort aus Europa, aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt stattfindenden Halbleiterproduktionskapazitäten an sich zieht. Das hat etwas damit zu tun, dass es hier bereits ein sehr leistungsfähiges Ökosystem und entsprechende Rahmenbedingungen gibt, aber das gilt natürlich auch für vieles weitere. Wir machen Fortschritte bei der Elektromobilität. Ich bin überzeugt, dass mit den Fahrzeugen, die wir demnächst alle sehen werden, und mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass auch dieses Wachstum voranschreiten kann. Und die Käuferinnen und Käufer sehen, das sind jetzt weltweit erstklassige, beste Produkte. Die gibt es jetzt schon, da gibt es noch viel mehr von, wenn man all die Ankündigungen verfolgt, die von der Industrie kommen. Und für mich ist das, glaube ich, auch ein gutes Zeichen für unsere Wirtschaft. Für mich ist eins ganz klar, übrigens eine Vereinbarungsgrundlage der Koalition, dass wir im Bereich des Sozialstaats keine Verschlechterung vorsehen werden.
Und das gilt, da können sich alle drauf verlassen. Die Regierung hat gerade, der Arbeitsminister, der Finanzminister zusammen, ein Gesetz auf den Weg gebracht, in dem wir stabile Renten für die nächsten Jahrzehnte garantieren. Eine Botschaft, auf die viele gewartet haben. Die Rentner und Rentner, die jeden Tag sich anhören müssen, wie die Union zum Beispiel Renten kürzen will, indem sie das verbrämt hinter der Idee, dass man das Renteneintrittsalter verlängern sollte. Und für die jungen Leute, die gerne wüssten, wenn sie mit 17 die Schule verlassen und 5 Jahrzehnte arbeiten und Beiträge zahlen, ob sich das auch lohnt. Also da geschieht was zur Stabilisierung des Sozialstaats. Vielleicht noch eine Bemerkung. Gerade der deutsche Sozialstaat ist ja einer, der sehr viel mit Beiträgen zu tun hat, woraus auch Eigentumsansprüche, die von der Verfassung geschützt sind, entstehen. Und es gefällt mir nicht, dass immer so getan wird, als ob die Rente eine Sozialleistung sei. Das ist etwas, wofür Beiträge gezahlt worden sind. Das ist auch durch das Grundgesetz geschützt, und zwar mit der Eigentumsgarantie. Und das ist der Regierung, die ich führe, sehr wichtig.